Die Kunden sind mit unserer Beratung unzufrieden. Erst suchen wir Lösungen, anschließend gibt's Kuchen. Wir sollten uns Zeit nehmen, die finanzielle Situation der Kunden zu verstehen. Wie beim Sparkassen-Finanzkonzept. Michalski! Wir sollten bedürfnisgerechte Produkte empfehlen. Genau wie die Sparkasse. Sparkasse! Ich will das Wort nicht mehr hören. Nummern? Kuchen. Top-Beratung statt 0815. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Erstmal herzlich willkommen an alle Sportlerinnen und Sportler. Lasst euch feiern, das ist euer Abend. Das geht ja schon richtig gut los. Ja, vielen Dank. Ganz besonderen Höhepunkt des Abends. Wir kommen zum Ehrenpreis der Stadt Offenbach fürs sportliche Lebenswerk. Bisher in den letzten Jahren gewannen diesen Preis Cornelia Harnisch, Rudi Völler, Waldemar Klein, Michael Groß und Hans Hubert. In diesem Jahr Hermann Nuber, Metzgermeister. 77. Absolutes Fußball-Idol hier in Offenbach und Ikone der Kickers. Und ich möchte gar nicht viel über ihn erzählen, denn wir haben einen wunderbaren Laudator hier heute Abend. Auch er wurde hier schon geehrt für sein Lebenswerk. Nuber hat ihn als 16-Jährigen von Hanau hierher geholt, war sein letzter Jugendtrainer, bevor er dann eine unglaubliche Weltkarriere startete. Er war Weltmeister, Champions League-Sieger, x-mal Torschützenkönig. Als Trainer hat er das Bundesverdienstkreuz, ist seit Jahren Sportdirektor bei Bayer Leverkusen. Sie wissen, von wem ich rede und dass er heute hier ist. Trotzdem wollen wir uns, bevor er auf die Bühne kommt, noch ein paar Bilder anschauen. Matze ab, bitteschön. Am 13. April 1960 wird Rudolf Völler hier im Lambeuviertel, einem tristen Arbeiterbezirk in Hanau, geboren. Mit 7 Jahren fängt er beim TSV 1860 Hanau an. Er gilt als ehrgeizig, kämpferisch, verbissen. Vater Kurt Völler fördert das Talent des Sohnes. Ein Junge mit einem sagenhaften Torinstinkt. Rudi Völler träumt von richtigen Tribünen, von einem richtigen Stadion. Und das nächste ist nur 15 Kilometer entfernt. Also wenn man in Hanau aufgewachsen bin, da gab es ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder man ist Fan von Kickers Offenbach oder von Eintracht Frankfurt. Und ich war es klar, dass ich dann, wenn überhaupt, irgendwann mal nach Offenbach gehe. Hermann Nuber ist der erste Lehrmeister des 15-jährigen Jungen aus Hanau.
Er bereitet ihm den Weg nach ganz oben. August 1978. Völlers erster Profivertrag bei den Offenbacher Kickers. Gage 1.800 Mark. Er macht sein erstes Spiel als Profi. Die Nummer 11 kämpfte sich in Offenbach ins Erwachsensein, sagte Hermann Huber einmal. Insgesamt schießt er in seiner ersten Saison 17 Tore und macht auf sich aufmerksam. Die Begegnung gestern Abend wurde von einem Spieler geprägt. Gleich 5 Abwehrspieler lässt Rudi Völler leerlaufen und schießt überlegt ein. Mit Tränen in der Augen musste man den besten Mann fragen. Die Zukunft wäre von Offenbach. Aber wir wussten ja nicht zu bauen. Rudi Völler war plötzlich nicht mehr zu bremsen. Ein Sturmlauf entbrannte. Das Publikum tobte. Es war noch toller. Frankfurt geht 1-0 hinten in der Halbzeit. Bin ich natürlich auch ein bisschen egoistisch, ich komme von Bayer Leverkusen und muss man auch korrekterweise sagen, Eintracht Frankfurt ist mittlerweile Konkurrent geworden. Deshalb passt das im Moment, aber es hat leider eine Halbzeit. Ja, kommen wir zu Hermann Huber. Also ich bin ganz ehrlich, ich stehe hier oben und für mich ist es wirklich, können Sie mir glauben, eine große Ehre. Und auch ein Genuss, über Hermann Huber reden zu dürfen, vor allem was Positives, was Ehrliches, was Authentisches, was in unserem Geschäft, im Profifußball, nicht immer ganz normal ist und nicht ganz, ja, wie man es gerne hätte. Manchmal muss man dann nicht lügen, aber zumindest nicht immer die Wahrheit sagen. Da muss man ein bisschen aufpassen, was man sagt. Die Problematik habe ich natürlich bei Hermann Huber nicht. Vor allem, weil ja, wie viele wissen, ich natürlich meine allerersten Schritte, die habe ich in Hanau gemacht, aber meine wichtigsten Schritte in meiner Jugend hier bei Kickers Offenbach gemacht habe. Und Hermann war mein erster richtiger Trainer, möchte ich mal sagen. Und gerade jetzt bei mir gerade die jungen Leute jetzt hier gesehen, die schon jetzt Karriere gemacht haben, die werden es bestätigen. Wichtig ist, ist der allererste Trainer, der wirklich dann auch ein bisschen durchblickt, der Ahnung hat, was es bedeutet, wenn man dann eine große oder eine tolle Karriere hinlegen will. Und Hermann war für mich sehr wichtig. Vor allem, weil wir unabhängig von einem gewissen Talent, das ich sicherlich hatte, aber auch viele andere, meine Altersklassen oder davor oder danach, wenn man mir gewisse Eigenschaften vermittelt hat, die ganz wichtig sind, um letztendlich dann sich durchzusetzen. Ich weiß noch, als ich als junger Mensch dann hierher kam, viel zu dünn, nichts auf den Rippen gehabt. Und der Hermann hat mir die Eigenschaften, die auch er selbst als junger Spieler schon hatte, so vermittelt, dass ich mich weiterentwickeln konnte. Und es war vor allen Dingen ein extrem Siegeswillen, absoluter Einsatz, das absolute Modewort, das ja mittlerweile Trainer in jedem zweiten Interview immer wieder sagt, das ist die Leidenschaft. Hermann hat das schon vorgelebt, in den 50er Jahren leidenschaftlich zu sein, da wusste noch gar keiner, wie das geschrieben wird, hat er das schon vermittelt. Und es war ja auch dann seine große Karriere. Leider, das wissen wir alle, jeder durchschnittliche Hobbykicker ist mittlerweile, hat eine halbe Stunde auf YouTube und sieht seine besten Szenen, die dann herausgeschnitten werden. Leider haben wir von Hermann Huber in seinen Top-Zeiten, in seinen Jugendzeiten nicht allzu viel gesehen. Deshalb möchte ich jetzt es ausnutzen,
Er hat mir kurz vorher gesagt, wenn ich jetzt diesen ominösen Satz sage, wir wollen jetzt Hermann Luber mal in Schwarz-Weiß sehen, dann wird das jetzt gleich eingespielt. Der größte Erfolg ist der Gewinn des DFB-Pokals 1970 im Finale gegen Köln. Der Star der frühen Jahre war der eiserne Hermann Luber. So sah Hermann Luber als Spieler der Kickers aus. 18 Jahre lang spielte der eiserne Hermann Mittelläufer beim UFC, wurde zum Inbegriff des Spielertypus von Kickers Offenbach. Das klingt so lustig die letzten Jahre. Seit wann spielen Sie denn aktiv Fußball unter Vertrag oder in ersten Mannschaften? Unter Vertrag seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren. Bei den Offenbach-Kickers. Immer bei den Offenbach. Immer bei den Offenbach. So war das damals. Mit Fußballspielen alleine konnte man nicht reich werden. Ein Wechsel in eine andere Stadt oder ins Ausland kam für Hermann Luber nie in Frage. Hermann Luber ist mit Offenbach verwurzelt, nicht nur als Fußballspieler. Als uns der Vater von Hermann Luber telefonisch den Rat gab, noch einmal anzurufen, sein Sohn sei gerade unterwegs, da vergaß der Vater einen guten Rat nicht. Sie müssen aber wirklich anrufen, sagte er, wenn Sie ihn haben wollen. Der Hermann ruft nicht zurück, der ist viel zu bescheiden. Typisch Luber dachten wir, fuhren hin und fanden den 31-jährigen Abwehrspieler in jener väterlichen Metzgerei, in der er seit 12 Jahren von morgens um 6 bis kurz vor dem Training um 16 Uhr arbeitet. Hermann Luber, Legende. Sensationell waren dann nur noch einzelne Spieler. Weltmeister Uwe Bein begann seine Karriere beim UFC. Paradiesvogel Jimmy Hartwig, Europapokalsieger mit dem HSV, ist ein Kind des Biberer Bergs. Sie alle formt Legende Luber nach seiner Karriere als Nachwuchscoach. Die traditionell gute Jugendarbeit in Offenbach, der junge Rudi Völler, ragt heraus. Er steht natürlich für den Verein Kickers Offenbach, weil er genau das Rübe gemacht hat, was die Leute mehr sehen wollen, dass er bis zum letzten Atemzug alles gegeben hat. Ich bin so in der Generation, wo man zu Älteren noch so ein bisschen aufschaut. Und der Hermann ist älter wie ich, also schaue ich zu ihm auf und sage, der Hermann war ein Großer. Du warst nicht nur ein Großer, du hast natürlich auch einiges erreicht, was wirklich gar nicht so einfach ist, wenn man für Kickers Offenbach spielt. Das muss man auch mal kritisch anmerken. Es war gerade in der Zeit schwierig, obwohl er überragende Leistungen gebracht hat, Nationalspieler zu werden. Er wird immer gelobt, dass er den Kickers immer treu geblieben ist. Aber ich glaube, wenn du, das weißt du heute auch, die vielen Angebote, die du im Laufe der Jahre hattest, wenn du da mal eins angenommen hättest, dann wärst du, hättest du heute natürlich auch 20, 30 Länderspiele auf dem Buckel. Du warst da auch einmal im Aufgebot 1958, durftest aber dann doch nicht nach Schweden fahren. Da 59 der große Erfolg, Vizemeister zu werden. Und eins ist auch klar, ich bin auch schon öfter mal Vizemeister geworden. Wenn man unverhofft Zweiter wird, und das war ja damals mit Kickers Offenbach so, das war ja nicht selbstverständlich, dann ist das für ihn, vor allem auch für seine tollen Kollegen, sind ja auch einige hier, ist es ein riesengroßer Erfolg gewesen. Er war sogar mal fast Fußballer des Jahres, knapp 10 Jahre später, 68, in unserer Lichtgestalt, in der Franz Beckenbauer, da ist es nicht keine Schande, mal Zweiter geworden zu sein. Also Hermann, du kannst stolz auf deine fußballische Karriere sein, vor allem, was ja viele, was man leider dann in diesen Bildern nicht richtig sehen kann oder kaum gesehen hat, dass Hermann trotz dieser Eigenschaften, die er hatte, diesen Kampfgeist aufzugeben, so eine Kämpfernatur. Man hat ja immer das Gefühl, ja, da wird nur die Ärmel hochgekrempelt und wird alles niedergewalzt. Hermann war, das habe ich auch damals noch, als ich ihn als Trainer hatte, um ihn wieder mal sehen kann, er war auch ein hervorragender Fußballer, war beidfüßig, vielleicht sogar links ein bisschen besser als rechts. Und das sind natürlich Dinge, die leider heute bei den Bildern nicht zu sehen waren. Aber deshalb, Hermann, einerseits schön für alle, dass du hier geblieben bist, deshalb bekommst du auch wahrscheinlich den Preis. Aber gut getan hättest du trotzdem, wenn du mal einen Verein gewechselt hättest, musst du ja nicht Eintracht Frankfurt sein. Ja, was die vielen Fragen auf die jüngeren Leute hier drin gar nicht wissen, Hermann hat natürlich auch des Öfteren mal ausgeholfen. Wenn es wieder mal, oder wieder mal, was ja bei den Kickers mal hin und wieder mal vorkam, dass man Trainer entlassen wurde. Und da musste natürlich immer Hermann hinhalten. Ich habe das auch schon gemacht, vor allem auch in Leverkusen zweimal. Das ist gar nicht so einfach, weil du in dieser Position
wenig gewinnen kannst. Und gerade, ich kann mich erinnern, 1984 haben wir mit Werder Bremen hier gespielt und du musstest dann dieses Himmelfahrtskommando übernehmen und hast relativ hoch verloren hier gegen uns und danach noch viele andere Spieler darüber hinaus. Viele hätten diesen Job gar nicht angenommen, aber dir war das egal, du hast das für die Kickers gemacht, weil du halt auch ein Kickersmann bist dann abgestiegen, aber wurdest immer wieder gefragt, immer wieder mal zu helfen und es ist einfach wichtig, dass du das immer wieder gemacht hast. Ich kann nur behaupten, wie viele andere auch, die ja eben auch zu sehen waren, das sind ja wirklich nur einige Spieler gewesen und im Laufe meiner vielen Jahre, die ich halt in Deutschland rumkomme, treffe ich immer wieder den einen oder anderen Spieler, der mal hier seine Karriere begonnen hat und es wird immer nur positiv gesprochen. Natürlich auch Dinge, die wir nicht so gerne gemacht haben. Wir haben gerade uns eben noch unterhalten, als hier ein paar Übungen gezeigt worden, wie mit dem Seil, die mussten wir früher auch alle machen, vielleicht nicht in der Intensität, wie das gerade die beiden hier gemacht haben. Aber Hermann war natürlich, oder hieß auch nicht umsonst der eiserne Hermann. Wir mussten damals auf Asche, Kopfballbändel, kennen die meisten jungen Spieler gar nicht mal, die jungen Spielerinnen. Das war damals angesagt, haben wir alle verflucht oder haben ihn verflucht. Aber auch das, nicht nur bei mir oder bei vielen anderen, hat uns geholfen, dann die ersten Schritte im Drogengeschäft zu tun, weil er wusste, was wichtig ist für einen jungen Spieler, für einen jungen Sportler, für einen jungen Fußballer, den so zu schleifen, dass er charakterlich und vor allem auch dann das eine oder andere Technische noch dazu aneignet. Und das hat er damals mit dem Kopfverbändel hervorragend gemacht. Ich möchte mal gerne noch eine kleine Episode erzählen. Meist haben wir eben auch gesehen, was er erreicht hat. Er war natürlich auch ein, da war nicht umsonst der eiserne Hermann, er war natürlich auch Disziplinfanatiker. Ja, man durfte nicht zu spät kommen, das war wichtig. Musste immer die Fußballschuhe sauber haben, viele andere Dinge, die waren sehr, sehr wichtig, was auch im Sport, nicht nur im Fußball, absolut wichtig ist. Wir hatten, Hermann, du wirst dich erinnern, Karl-Heinz Kohl ist, glaube ich, hier, der war damals auch dabei. Wir hatten in den 70er Jahren ein großes Turnier in Rheinfelden, das war damals in der Nähe der Schweizer Grenze. Das war eines der größten Eilung-Turniere damals Europas. Wir wurden als Kickers offenbar eingeladen, das war eine große Ehre für uns, weil wir damals eine sehr, sehr gute A-Jugend hatten. 4-5 Tage, da gab es mehrere Spielformen, Gruppeneinteilungen und auf jeden Fall, wie wir damals auch so waren, ja, abends dann Ausgang, haben wir dann das Ausgang gegeben, 7 Uhr war Essen, halt mal, müssen wir wieder im Hotel sein, da versucht man eine Frau aufzureißen, dann immer das Spiel. War nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall ist das passiert, was natürlich dann nicht passieren sollte, Hermann, du wirst dich erinnern, war Mitspieler von mir, Bertes Kling. Und ich, wir haben natürlich dann gesagt, komm mal auf, wir bleiben einfach ein bisschen länger, die können sowieso nicht auf uns verzichten. Wir würden uns trotzdem aufstellen. Und wir sind dann ein bisschen später gekommen, wir sind um 1 zurückgekommen. Und viele Jugendlichen wissen ja heute, also meine Söhne, die gehen eigentlich um 1 weg, wenn sie abends in die Disco gehen. Dann gucken sie noch zu Hause Fußball und dann gehen sie erst weg. Also wir sind um 1 zurückgekommen und Wolfgang Klenz war damals dein Co-Trainer, war ganz aufgeregt, dass wir noch nicht da waren. Er hat auf uns gewartet und du hast uns am nächsten Tag dann erklärt, was Disziplin ist und hast uns beide erstmal rausgeschmissen. Und wir sollten nicht mehr spielen. Ja, andere Spieler haben dann versucht, ein bisschen auf dich einzuwirken, dann gut, zumindest auf die Bank. Aber die kommen auf keinen Fall mehr zum Einsatz. Jetzt war es natürlich so, dass wir im Halbfinale gegen AC Mailand gespielt haben. Und das ist dann auch Hermann Huber, bei aller Disziplin, der eiserne Hermann, aber der wollte natürlich auch gewinnen. Ja, das stand zur Halbzeit 0-0 und guckt zu mir rüber, ganz böse, mit bösen Blick. Ich habe Hermann weggeschaut und hat gesagt, komm, mach dich warm, du gehst jetzt rein. Aber ich glaube, immer noch nicht verziehen, hat er gesagt. Ja. Auf jeden Fall, ich bin dann reingekommen, wie gesagt, so ist es, keine 20 Sekunden gedauert. Ich will mich ja gar nicht so sehr loben, ich hatte ein bisschen Glück, ich wurde gut angespielt. Wir hatten damals eine super A-Jugend und macht direkt das 1-0. Ich glaube, in den 2 Jahren wurde ich von Hermann Huber nie umarmt. Das war das erste Mal, dass Hermann Huber auf den Platz gerannt ist. Und hat mich umarmt, hat mich geküsst und alle waren happy, weil wir haben uns in den Arm. Auch das war Hermann Huber. Vielen Dank. Wir müssen dann die Preise bereisen. Herr Bürgermeister.
Hermann Huber. Herrn Huber geben, erstmal Ihr Mikrofon. Und was soll ich da jetzt sagen? Was Sie haben können Sie? Sagen, was Sie wollen. Ja, ob Sie ihm inzwischen verziehen haben. Ich bedanke mich. Das ist nur entschieden. Noch nicht. Weil man kann ein paar Worte verlieren und vielleicht kommt er dann gut weg. Ich bedanke mich, Herr Schneider, für die den Pokal und die Laudatio. Wer schon auf der Vorrede jetzt zu sagen? Wer will das Papier noch werden? Sie möchten als Trainer befunden, wunderbar. Dann machen Sie das von mir. Ich richte Ihnen das ein bisschen näher ran, dann müssen Sie nicht brüllen. So. Ruhig, der Opa schreibt seinen Namen. Ich bin gleich fertig. Aber etwas muss ich trotzdem sagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horst Schneider. Das ist Nummer eins, da habe ich ja mehrere Schneider. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Peter Schneider, liebe Anwesende, ich habe ja viele Fußballer gesehen heute Abend. Also, ich danke dem Verantwortlichen der Stadt Offenbach von ganzem Herzen für diese Auszeichnung. Die Anerkennung meines Schaffens für das Ansehen der Stadt Offenbach ist eine Ehre und erfüllt mich mit Stolz, dass ich mich einreihen darf in den Kreis der bisherigen Preisträger. Ja, logisch, jetzt geht's weiter. Denn das Ansehen der Stadt Offenbach, in der ich geboren wurde, und meines geliebten OFCs, in dem ich schon seit 67 Jahren Mitglied bin, alle Auf- und Abs erlebt habe in dieser Zeit, ist mir persönlich ein großes Anliegen. Jetzt wird's ernst. Und in diesen schwierigen Zeiten, ich kenne gar keine andere. Die Offenbacher Kickers ebenso wie die Stadt Offenbach derzeit durchleben, ist wichtiger denn je, mit großem Willen und Standhaftigkeit zu seiner Stadt und seinem Verein zu stehen, wie ich es mein ganzes Leben getan habe. Herzlich bedanke ich mich bei Bürgermeister Peter Schneider für die freundlichen Worte in seinem Rückblick für mich hatte. So, das ist abgehandelt. Jetzt kommt. Es gibt nur ein Rudi Fülle, auf den ich wieder richtig stolz war,
als er am letzten Sonntag im Doppelpass ein paar Dinge richtig stellte und sein offenbarer Kickers Herz schlagen ließ. Dann danke ich ihm natürlich für seine wohltuend launische Art, die er für mich fand, obwohl er nicht immer leicht mit mir hatte. Dafür hat es aber nachher dann Fleischwurst gegeben. Aber ich sag jetzt mal Fleischwurst. Jeden Umfang, ne? So Fleischwurst. Also, es gibt einen alten Spruch. Hier hieß es, wer einmal offenbare Fleischwurst gegessen hat, kommt immer wieder nach Offenbach zurück. Und hier ist der beste Beweis, wo die Hölle. Und durch die Fleischwurst ist er zum Mensch da geworden. So, jetzt gleich weiter. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei Ihnen auch. Und bei Ihnen, die mir mein ganzes Leben geholfen haben, diese Menschen und auch die Menschen, die nicht mehr unter uns weilen, die sich schon verabschiedet haben. Meinen Dank und meine Anerkennung. So, jetzt mache ich Schluss. Nochmals vielen Dank, bleibt gesund und habt heute Abend noch viel Spaß. Kurz hier um die tolle Säule drumherum stellen, denn Jochen, wir haben eine tolle Gelegenheit, zwei große Fußballer hier heute Abend. Vielleicht gibt es da doch noch die ein oder andere Frage, ganz kurz. Ich denke auch, wann gibt es schon mal diese Gelegenheit, zwei solche Ikonen des Offenbacher Fußballs, des Offenbacher Sports gemeinsam auf der Bühne zu haben, mit solchen tollen Geschichten, die wir jetzt gehört haben? Das ist der Anfang. Gehen wir mal in die Sache tiefer. Wie war denn das Uli Völler mit der Fleischwurst von Hermann Nuber in der Wurstküche? Ja, das stimmt natürlich. Ich war, was ja nicht vergessen, auch sein Vater. Oder ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja, was ja heute auch noch gibt, ich habe auf der Geschäftsstelle von Kickers Offenbach angefangen zu lernen. War ein Ruckaufmann, bis auf einmal die IHK nach 4 Monaten festgestellt hat, dass ich gar nichts mache, außer Zeitung lesen. Was auch keinen gab, der mich kontrolliert hat, war gar keiner da. Also, alte Wassen, der war da. Aber was natürlich war, und das war sein Vater damals, ich war wie gesagt damals ein bisschen dünn, hatte ein paar Kilos zu wenig, hat mir mindestens zweimal die Woche hat er mir frischen Fleischsalat, und ihr wisst ja den Unterschied zwischen Supermarkt-Fleischsalat und einem richtig guten Fleischsalat, der in der Metzgerei gemacht wird, zweimal die Woche mit einem schönen Brötchen, was schöne Brötchen hat er mir immer vorbeigebracht, sein Vater, dass ich in der Angel dann gute Spiele mache, so war es. Ja. Genau. Und damals. Und die Fleischwurst war damals auch noch Fleisch drin. Und ich erinnere mich, es gab wohl auch das ein oder andere Treffen dann früh morgens, dann auch mal in der Wurstküche, in späteren Zeiten, als der Rudi Völler mit Michael Kutzow in Offenbach waren, hat man sich dann morgens vor dem Training vielleicht getroffen oder nach der Tour? Und es war dann immer ein beliebter Treffpunkt beim Hermann Nuber in der Wurstküche.
Ja, ja, auf jeden Fall, das ist auch im Ernst. Michael Kutzop ist einer meiner engsten Freunde. Wir haben, obwohl wir dann nicht mehr in Offenbach gespielt haben, erst waren wir zusammen in Bremen. Ich bin dann nach Rom gewechselt, er ist dann in Bremen wie Michael Kutzop. Und ich habe, wenn ich dann in der Heimat war, war für mich klar, dass wir zuallererst abends in die Häuser ziehen, Michael Kutzop und ich, und dann morgens in die Wasch gesprungen. Ne? War seine Schwester noch damals dabei, muss man sagen. Und wir haben dann dort gefrühstückt, wie sich das gehört, und waren dann wieder nüchtern. Also jetzt kommt noch eins hoch, und zwar folgende. Früher hat es geheißen, wer einmal Offenbacher Fleischwurst isst, kommt immer wieder nach Offenbach zurück. Und hier haben wir das Beste. Aber lieber, vielleicht noch die Frage. Es gibt viele Talente, die alle Altersstufen, aber wann haben Sie erkannt, der Junge da aus Hanau, der Grauhaarige, früher nicht, wann ist das bekannt oder wann erkannt, dass der ein außergewöhnlicher Spieler wird? 10 Minuten. Was war denn das Besondere an ihm? Wie kann man das? Er war ein Trippelkönig. Und nachher war ich gezogen, alles, übersteige, alles berg. Nach 10 Minuten habe ich gesagt, habe ich dem Karl-Heinz Kohls gesagt, er ist so arm hier, habe ich da einpacken und da war es. Hermann Luger, eiserner Hermann, Kopfballbändel, Asche, Grätschen. Wie oft ist er denn verflucht worden auch? Und Hammerschwingen. Wie oft ist er denn auch verflucht worden? Nein, ich will auch da jetzt ehrlich sein. Natürlich hätten wir gerne, wie alle Fußballer, du willst ja am liebsten nur Fußball spielen. Du willst ja jetzt nicht unbedingt zum Kopfball pendeln, du willst ja auch nicht mit dem Hammer schwingen, du willst ja auch nicht durch Saal springen machen oder andere Dinge oder durch den Wald laufen. Wir wollten natürlich alles mit Ball machen, damals natürlich gerne zu. Aber ich muss sagen, so ein bisschen auch den inneren Schweinehund, den Charakter so ein bisschen zu stählern. Waren das Dinge, die damals wehgetan haben, aber haben wir dann für meine Zukunft, danach egal wo ich hingegangen bin, habe ich mich immer daran zurückerinnert, dass das wichtig ist, um weiterzukommen. Hat mir sehr geholfen. Ja, dann bleibt uns ein recht herzliches Dankeschön zu sagen, Hermann Luger, Rudi Völler. Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Hermann Luger, herzlichen Dank, Rudi Völler. Fußball-Ikonen heute Abend hier. Nehmen Sie uns mit, genau, das ist Ihrer, der eiserne Hermann und Tante Bete. Hermann Luger, herzlichen Glückwunsch.